ha fatto molto, tante impressioni che mi ha fatto molto piacere di conoscere. Bah, ci sono tante cose. Ogni giorno è pieno e mi ricorda una cosa che ha detto la mamma di Giuseppe, ha detto la mia vita è piena di gioia e questo mi ha dato una impressione fortissima. What do you will remember of this experience when you come back home? Yes. Well, I told you that before. That's the thing mostly which impressed me mostly is the way you young people work here. Dedicate your free time to this aim, and that's what really impressed most. The people and the work you do here, to the mothers and fathers, who I saw that they worked a lot for their children, and did a lot, and that's I think what impressed me most. Also, ich nenne mal einige Beispiele. Ich erinnere mich an Giuseppe, wie der mit seinem Hilfsmittel am Computer unglaublich es hinkriegt, einen solchen Text zu schreiben auf dem Computer. Ich erinnere mich an Gianluca und die Giri durch Palermo und wie schnell er sein Fieber überwunden hat. Ich erinnere mich an Eleonora und an Sole, die uns jeden Morgen mit dem Bus abgeholt haben, damit wir auch ja den Weg hier nach Unyamuchi finden, was sich teilweise auch als unbedingt notwendig herausgestellt hat. Ich erinnere mich an Davide und an seinen unglaublichen Einsatz, zum Beispiel als wir unser Appartement Nummer 1 in das Appartement Nummer 2 tauschen mussten und er mit seinem Privatauto unsere Koffer transportiert hat. Ich erinnere mich an Vincenzo und das denkwürdige Interview vor dem vor der Radiostation. Also ich könnte noch eine ganze Menge aufzählen, aber ich lasse mich jetzt erstmal damit genug sein. Okay, grazie mille. Adesso se volete potete salutare qualcuno. Tutto il mondo. Would you like to give your regards to someone? Oh, someone especially? Yeah. No, not, yes. Yeah, to a lot of people, to all my friends and my family. And Dr. Jürgen Stein Abrenn. Oh, yeah. Yeah, sure.